Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Wir machen, wir gründen. Ein jeder soll merken, wir finden die Wege, das Gute zu stärken. Wollen für euch da sein, heute und morgen. Träume sollen wahr sein, weniger Sorgen. Erkenn die Gefahren, bestehe die Proben. Die Hoffnung bewahren und immer nach oben. Dem Schicksal die Stirn, kein Zögern, kein Wanken. Wir setzen Ziele aus klaren Gedanken. Verstaubtes entstauben, Klischees überwinden. Ans Gute zu glauben heißt, Freunde zu finden. Das Ferne kommt nah, aus Respekt wird Vertrauen. Wir sind für euch da, vereint nach vorn schauen. Leben muss lohnen, eigene vier Wände. Zeit für Visionen, zum Himmel die Hände. Wir träumen vom Fliegen. Lasst uns beginnen. Das Gute soll siegen, Mut soll gewinnen. Zukunft ist jetzt, der Schritt ist gemacht. Leben ist Lernen, Wissen ist Macht. Lehnt euch zurück, Entspannung ist nah. Am Ende steht Glück. Wir sind für euch da. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz für Ostsachsen und Südbrandenburg. Täglich ab 18 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag, dem 18. März. Wir freuen uns, Sie auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Wie gewohnt starten wir unsere gemeinsame halbe Stunde mit Nachrichten vom Tage. Eine weitere Tradition in Sachsen muss auch in diesem Jahr Corona weichen. Zumindest wurde sie vorerst um einen Monat verlegt. Um was es sich dabei handelt, erfahren Sie jetzt. Die sachsenweite Aktion Frühlingsspaziergänge ist bis zum 30. April ausgesetzt. Das berichtet das Umweltministerium des Freistaates Sachsen. Grund sind die aktuellen Corona-Beschränkungen. Für die Frühlingsspaziergänge 2021 haben Vereine, Gruppen, Umweltbildungseinrichtungen und Verbände in ganz Sachsen mehr als 220 Touren angemeldet, auf denen Wissen zu Natur und Umwelt vermittelt wird. Die Spaziergänge sollten ursprünglich am 1. April starten. Man hofft nun, dass die ersten Touren ab Mai möglich sind. Der Hoyerswerdaer Oberbürgermeister Thorsten Ruban-Zee lädt am 24. März zu einer Einwohnerversammlung. Informiert wird über den Haushaltsplan der Stadt für 2021-22. Bürger haben außerdem die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen an den Oberbürgermeister zu wenden. Geladen wird in die Aula des Leon-Foucault-Gymnasiums um 17 Uhr, so das Rathaus. Alle Bürger und Interessierten sind herzlich eingeladen. Die Stadt Bautzen und die Gemeinde Doberschau-Gausig wollen eine Brachfläche im Süden der Kreisstadt gemeinsam zum Gewerbegebiet entwickeln. Dies hat der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens mitgeteilt. Es soll insbesondere als Logistikzentrum für den Schienenverkehr dienen. Bislang liefert der Schienenfahrzeughersteller Alstom, früher Bombardier, seine Erzeugnisse auf Tiefladern über die Fabrik und Preuschwitzer Straße aus. Das neue Logistikzentrum soll ihm dies auf dem Gleis ermöglichen. Dazu muss das Gewerbegebiet allerdings erst einmal selbst ans Schienennetz angeschlossen werden. Wie das funktionieren kann, ist Thema einer Machbarkeitsstudie, die zurzeit erarbeitet wird. Bautzen und Doberschau-Gausig setzen dafür auf Strukturwandel-Fördermittel. Rund 65% der Dauerkartenbesitzer der Lausitzer Füchse haben bisher ihre Anträge auf Rückerstattung abgegeben. Bereits Ende Januar gab der Club bekannt, die Erfüllung des Kaufvertrages für die Saison 2020-21 nicht mehr erfüllen zu können.
Fans haben die Möglichkeit, den Wert ihrer Karte in die nächste Saison zu übertragen, an den Club zu spenden oder das Geld erstattet zu bekommen. Über 400 Dauerkarteninhaber haben bisher den Club unterstützt, damit kam dem Verein ca. 15.000 Euro zugute. Noch bis zum 10. April werden Anträge entgegengenommen, ein entsprechendes Formular ist auf der Internetseite der Lausitzer Füchse zu finden. Die Gemeinde Groß-Dubrau plant einen Neubau für die Kindertagesstätte Kinderinsel. Eine entsprechende Änderung der Kita-Bedarfsplanung hat der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Ursprünglich war eine Erweiterung der bestehenden Gebäude geplant. Neben dem Kita-Flachbau gehört dazu auch die frühere Grundschule, die heute als Hort dient. Die Gemeinde hofft für das Neubauvorhaben, das ca. 7 Millionen Euro kosten wird, auf Förderung aus den Strukturwandelmitteln. Einen weiteren wichtigen Bestandteil der Planung bildet die Umnutzung des Hauses der Begegnung im Ortsteil Quartitz zur Kindertagesstätte. Dieses war bereits zu DDR-Zeiten als Kita genutzt worden. Hintergrund aller Beschlüsse ist der Anstieg der Kinderzahlen in der Gemeinde. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert. Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Touristen können sich, soweit möglich, in diesem Jahr im Land Brandenburg auf etwas Neues freuen. So gibt es jetzt an vielen verschiedenen Tourismusstandorten WLAN-Hotspots. Und das Beste daran, nachdem sich die Nutzer in das WLAN eingewählt haben, erhalten sie Informationen zu Freizeitangeboten und Veranstaltungen der Umgebung. Mehr dazu und weiteres aus der Region haben wir nun für Sie. Das Land Brandenburg hat vergangenen Mittwoch den letzten von insgesamt 1200 WLAN-Hotspots installiert und in Betrieb genommen, wie das Wirtschaftsministerium mitteilt. Mit der Errichtung dieser Hotspots an touristischen Zielen hat die Landesregierung einen Beschluss des Landtages zur Verbesserung der WLAN-Ausstattung umgesetzt. Die Landesregierung zahlt für Installation, Betrieb und Wartung der Hotspots in den kommenden 5 Jahren insgesamt 5 Millionen Euro. Die Umbaumaßnahmen in einem Teilbereich des Rathauserdgeschosses in Elsterwerda gehen voran. Nach Abschluss der Entkernungsarbeiten erfolgte eine komplette Trockenlegung und Abdichtung des Mauerwerks. Durch die veränderte Raumaufteilung wird das neu entstehende Trauzimmer plus Nebenräume langsam sichtbar. Nach dem Einbau von Unterbeton und Dampfsperrbahn sowie der Ertüchtigung der Deckenträger mit Brandschutzbekleidung und weiteren Trockenbauarbeiten konnte auch der Unterputz aufgebracht werden. Die Heizungsanlage ist auf die Räumlichkeiten erweitert worden. Das Auftragen des Oberputzes erfolgt in diesen Tagen. Die Freigabe der neuen Räumlichkeiten soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die deutsche Meisterschaft im Orientierungslauf im Heidelberg-Gelände wird nachgeholt. Corona-bedingt fiel die Meisterschaft 2020 aus. Durchgeführt werden sollte die Veranstaltung im Heidelberg-Gelände mit Wettkampfzentrum auf dem Sportplatz Grün. Damit nicht alle Vorbereitungen umsonst waren, soll nun der Wettkampf an gleicher Stelle vom 1. bis 3. Oktober 2021 nachgeholt werden. Der SSV Planeta Radebeul e.V. als Ausrichter hofft, dass die Corona-Situation die Durchführung der Veranstaltung dann erlaubt, gegebenenfalls mit entsprechendem Sicherheitskonzept, mit reduziertem Programm und weniger Wettkämpfern. Alle notwendigen Genehmigungen müssen bis dahin erneut eingeholt werden. Vor allem ist der Veranstalter auf die Zustimmung der Grundstückseigner für das Belaufen des Waldgebietes angewiesen. Daher bittet der Verein die Waldbesitzer, ihn bei diesem Vorhaben zu unterstützen und die Benutzung des Waldes für diese Veranstaltung zu gestatten. Mit dem Forst, dem Naturschutz und den Jagdvereinen in Brandenburg und Sachsen wurde bereits wieder Kontakt aufgenommen. Der ambulante Hospizdienst der Malteser Spremberg will sich erweitern. Nadine Lange-Hartwig ist daher seit dem 1. Januar dieses Jahres neue Koordinatorin und Ansprechpartnerin in Forst und Umgebung, so der Verein. Langfristig plant der Hilfsdienst auch dort eine weitere Außenstelle. Der ambulante Hospizdienst unterstützt Familien und ihre Angehörige bei der Betreuung schwerkranker Menschen in Spremberg, Döbern, Forst und Umgebung. Die aktuellen Corona-Zahlen. Im Landkreis Bautzen sind derzeit 566 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Es gab 62 Neuinfektionen zum Vortag. Außerdem gelten seit gestern 55 Patienten als genesen. Es gab hier keinen Todesfall. Der Landkreis Görlitz hat 68 Neuinfektionen gemeldet.
Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt hier bei 539. Auf die Angaben der genesenen Personen wird künftig verzichtet, heißt es vom Landkreis. Es wurden keine Todesfälle gemeldet. Im Spree-Neiße-Kreis sind momentan 278 Personen an Corona erkrankt. Seit gestern sind 24 weitere positiv getestet worden. Außerdem wurde eine weitere Person als genesen registriert. Es gab hier keinen Todesfall. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat heute 50 Neuinfektionen gemeldet. Hier sind aktuell 336 Personen am Virus erkrankt. Seit gestern sind 31 Menschen genesen. Es wurde hier ein Todesfall gemeldet. Und im Landkreis Elbe-Elster sind derzeit 337 Menschen am Coronavirus erkrankt. Es gab in diesem Landkreis 39 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Außerdem sind seit gestern 20 weitere Personen genesen. Auch hier gab es einen Todesfall. In Kamenz steht ein schon fast vergessenes Bauwerk. Das im Volksmund auch als Barmherzigkeitsstift bekannte, denkmalgeschützte Gebäude steht seit vielen Jahren leer. Zuletzt waren Versuche, hier ein Museum für den Maler Georg Baselitz anzusiedeln, gescheitert. Nun steht ein neuer Ansatz, kurz vor seiner Verwirklichung. Mehr dazu erfahren Sie jetzt. Der Baubeginn für die Sanierung des Kamenzer Böhne-Stiftes steht unmittelbar bevor. Die Henschke Bau GmbH will das frühere Krankenhaus zu einer betreuten Wohnanlage für Senioren umbauen. Prokurist Volker Böhme erklärt zum aktuellen Stand. Wir gehen davon aus, dass wir im Ende März, Anfang April auch die Baugenehmigung in den Händen halten werden, sodass dann noch ein paar Planungsarbeiten fortzusetzen sind und dann spätestens Juni, Anfang Juli allerspätestens der Baubeginn erfolgt. Das in Bautzen ansässige Unternehmen will das Böhne-Stift nicht nur sanieren, sondern auch durch einen Neubau ergänzen. Das Gesamtprojekt für das betreute Wohnen am Barmherzigkeitsschiff, das besteht zum einen aus dem schon besprochenen Altbau. Dort werden dann 30 Wohnungen insgesamt barrierefrei realisiert. Und dazu gibt es für diese Ecke an der Eckbebauung hier vorne nochmal einen Neubau. Der soll dann insgesamt nochmal 22 Wohnungen umfassen, sodass wir letztendlich auf eine Gesamtanzahl Wohnungen von 52 Wohnungen kommen. Zudem plant Henschke Bau die Verlängerung der beiden Seitenflügel nach hinten heraus. In dem Bereich, wo man jetzt das Licht durch das Fenster sieht, wird das gesamte Gebäude um Anbauten erweitert. Diese werden dann vollkommen separat erschlossen von der Innenhofseite und sind dann quasi Neubauwohnungen am Altbau. Der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Danz freut sich über die geplante Nutzung für das Böhne-Stift, das jahrzehntelang zu den Sorgenkindern der Stadtentwicklung zählte. Zu 100% ist das, was jetzt hier das Unternehmen Henschke Bau gemeinsam mit Herrn Alscher und Herrn Böhme uns vorgestellt hat, das, was wir uns für die Nachnutzung des Areals vorstellen. Allerdings hat die Stadt Kamenz auch selbst einen wichtigen Beitrag dazu geleistet. Dazu noch einmal Volker Böhme. Es ist tatsächlich so, dass die Substanz geschützt worden ist, dadurch, dass die Dächer in Ordnung waren. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und dass vor allen Dingen vor einigen Jahren die Hausschwammsanierung gemacht ist. Und auch für die Fertigstellung hat der Prokurist ein klares Ziel vor Augen. Und wenn alles planmäßig läuft, wovon wir bisher ausgehen, werden wir, die Übergabe ist vereinbart mit dem Herrn Rogowski für den Februar 2023. Die Stadt Kamenz will bis dahin neue Stellplätze für das Stift und den benachbarten Kindergarten schaffen. Sodass vom Kern her also die Attraktivität beider Einrichtungen in der Hinsicht damit unterstützt wird. Einen ausführlichen Blick hinter die Kulissen des Böhne-Stiftes ermöglichen wir Ihnen demnächst in unserer neuen Serie über historische Bauwerke in der Lausitz. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Alles Lausitz oder was? Wohnen im Lausitz-Tower, im höchsten Gebäude der Neustadt und einkaufen im Lausitz-Center, nur eine Minute Fußweg entfernt. Ihre neue Zweiraumwohnung im Zentrum von Hoyerswerda, 58 Quadratmeter und großzügige Terrasse. Neugierig geworden? Dann einfach anrufen. Hoyerswerda 475 200. Weitere Infos und attraktive Wohnungsangebote finden Sie auf wh-hy.de. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda.
Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. An mehreren Orten der Oberlausitz soll zukünftig ein alljährliches Kammermusikfest ausgetragen werden. Allerdings musste bereits die Erstauflage im vergangenen Jahr Corona-bedingt verschoben werden. Nun soll die zweite Ausgabe folgen und der Ticketverkauf ist gestartet. Mein Kollege Bernd Wogawa hat dazu mit dem Intendanten Hagen Lippe-Weißenfeld via Skype gesprochen. Das Kulturangebot im Kreis Bautzen, das wird um eine Facette reicher. Hieß es im vergangenen Jahr, da hat es nicht geklappt, jetzt soll es klappen. In diesem Jahr sollte es also mit dem Fest gelingen. Dem es nicht sagt, was ist denn das Kammermusikfest Oberlausitz? Das Kammermusikfest Oberlausitz entspringt einer privaten Initiative aus dem Dorf Baruth bei Bautzen, wo es im vorletzten Jahr mal ein Benefizkonzert gab zugunsten der neuen Glocken der Kirche. Und daraus erwuchs dann der Wunsch aller Beteiligter, dass man ja solche Konzerte in diesen wunderschönen Orten in der Oberlausitz, in Schlössern und Kirchen öfter machen sollte. Und jetzt muss ich Sie korrigieren, wir haben es letztes Jahr stattfinden lassen, nämlich im September letzten Jahres, tatsächlich verschoben aus dem April, aber immerhin konnte die Premiere stattfinden, sodass wir in diesem Jahr jetzt im September vom 10. bis 17. September die zweite Auflage planen. Das herrliche Schloss hinter Ihnen hat auch mit Baruth zu tun. Nicht ganz, sondern das ist das Schloss Milke in der Gemeinde Radibor. Das ist nicht weit von Baruth, aber das ist ein Schloss, was von einem privaten Schlossherrn Hermann Fuchs aus Franken in über 20 Jahren liebevoll restauriert und saniert wurde. Mit viel Aufwand und persönlichem Einsatz. Und das steht eigentlich sinnbildlich für dieses Kammermusikfest, weil wir nämlich ganz bewusst in diese von Privatleuten wieder errichteten Schlösser gehen, um nicht nur diese Schlösser für die Besucher sozusagen erlebbar zu machen, sondern um auch diese Leistung dieser privaten Eigentümer zu würdigen und damit zu zeigen, welche kulturellen Schätze die Oberlausitz hat. Wo werden denn die Spielorte sein beim diesjährigen Kammermusikfest Oberlausitz? Ja, es beginnt in der Kirche in Baruth. Es geht dann weiter in diesem Schloss Milke, was Sie hinter mir sehen. Und dann haben wir das Schloss Kupritz in der Gemeinde Hochkirch. Wir haben das Barockschloss Oberlichtenau in der Stadt Pulsnitz. Wir werden aber auch das Schloss Gröditz in der Stadt Weißenberg bespielen. Das ist also alles im Landkreis Bautzen. Und in diesem Jahr dann die Besonderheit, wir gehen auch in den Landkreis Görlitz. Also wir spielen praktisch den gesamten Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien und werden dort im Zinzendorf-Schloss Bertelsdorf sein und auch im Schloss Königsheim. Also wir haben insgesamt 7 Spielorte, die wir ansteuern in diesem Jahr. Es heißt, Stars der Klassikszene geben die Konzerte. Welche Stars konnten Sie denn gewinnen? Ah, wir haben ganz tolle Künstler dabei. An der Spitze der weltberühmte Bratschist Nils Mönkemeyer. Der spielt normalerweise in New York, Paris oder London. Und jetzt kommt er in die Oberlausitz. Wir haben das Thüringer Bach-Kollegium. Das ist ein ganz tolles Kammerorchester aus Weimar. Wir haben Mitglieder der Weimaraner Staatskapelle, ein Quartett. Wir haben auch ein Quartett vom sorbischen Nationalensemble. Wir haben ein weiteres Kammerorchester, L'Art del Mondo. Die spielen insbesondere Barockmusik. Die werden auftreten. Wir haben tolle Solisten. Florin Iljesko, der ist der erste Konzertmeister des Hessischen Rundfunkorchesters in Frankfurt am Main. Wir haben den tollen Organisten, den Nikolaikantor Lukas Pohle, der ja aus Neugersdorf stammt. Den haben wir mit dabei. Also es ist wirklich, wir haben über 30 internationale Künstler, die in die Oberlausitz kommen. Und das tun die übrigens mit voller Überzeugung. Sie stammen nicht nur dort teilweise her, sondern sie kommen auch dorthin, weil sie diesen Kulturraum so schön finden und schätzen. Besucher haben freien Eintritt? Das hatten wir im letzten Jahr. Das können wir in diesem Jahr so in der Form nicht aufrechterhalten. Hat ganz einfach technische Gründe, wenn man sich um öffentliche Drittmittel bemüht, müssen sie auch eigene Einnahmen vorweisen können. Und deswegen brauchen wir
Eintrittsgelder, aber wir halten das ganz maßvoll. Ein Eintrittsticket kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Und es gibt ein Festival-Ticket, das nennen wir 6+1. Da kriegen Sie praktisch ein Ticket geschenkt. Wenn Sie 7 Tickets auf einen Schlag kaufen, das kostet 90 Euro, ermäßigt 72. Also wir glauben, dass dieser Beitrag, den die Besucher mit dem Eintritt leisten, ja, zumutbar ist und vielleicht auch dann ein Beitrag ist, um das Ganze überhaupt zu ermöglichen. Ich denke auch, das ist machbar und es ist ja für die Heimat sozusagen. Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Wo gibt es denn Karten? Ja, man kann bei uns auf der Homepage www.kammermusikfest-oberlausitz.de den Reiter Tickets anklicken und landet dann direkt im Online-Shop, wo man die Tickets ganz bequem im Internet kaufen kann, zu Hause ausdrucken kann, sodass sie sich praktisch gar nicht aus der Tür bewegen müssen. Wenn Sie aber mit dem Internet nicht so, sagen wir mal, befreundet sind, dann können Sie es auch analog machen. Sie können in allen Treffpunkten der Sächsischen Zeitung im ganzen Land Sachsen diese Tickets auch erwerben. Was passiert denn, man weiß ja noch nicht, was passiert in Bezug auf das Hohe C, was passiert denn, wenn die Veranstaltungen leider wieder ausfallen müssen? Ja, wir haben aus dem letzten Jahr gelernt, dass man ein sehr, sehr gutes Corona-Schutzkonzept braucht. Das haben wir im letzten September gehabt und nur deshalb konnte es auch überhaupt stattfinden. Das führt natürlich etwas zu reduzierten Platzzahlen und damit auch Besucherkapazitäten. Hat aber im letzten Jahr geklappt. Dieses Konzept würden wir dieses Jahr auch wieder anwenden. Wir haben jetzt auf dessen Basis überhaupt erstmal kalkuliert, ganz vorsichtig und konservativ und sicherheitsbewusst sozusagen. Sollte sich die Situation bessern, wir sprechen ja jetzt von einem Zeitraum in 6 Monaten, das ist eine lange Zeitstrecke, wo wir hoffen, dass sich die Situation verbessert, dann könnten wir jederzeit sozusagen die Kapazitäten erhöhen und weitere Tickets anbieten, sodass wir dann die Räumlichkeiten mit Besuchern voll auslasten würden. Aber das entscheiden wir tatsächlich in Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden dann auch erst zu einem Zeitpunkt, wo man es ganz sicher auch weiß, wie sich die Situation entwickelt. Abschließende Frage, wie optimistisch sind Sie, dass das Fest glatt über die Bühne gehen kann? Ich bin Daueroptimist und Berufsoptimist. Also ich bin wirklich guter Dinge. Wissen Sie, die Kunst und Kultur ist geeignet dafür, den Menschen Mut zu machen in dieser Situation, in dieser Lebensphase, in der wir hier alle stecken. Und wenn es die Kunst nicht kann, wer kann es dann? Insofern bin ich total optimistisch, dass wir es in einer geeigneten Form schaffen, dieses Festival auf die Beine zu stellen. Die Künstler sind total dabei, die freuen sich riesig. Also alle Zeichen stehen auf grün. Und wenn die Corona-Krise weitergeht, werden wir eine Lösung finden, wie wir vielleicht die Konzerte nach außen übertragen. Also so schnell geben wir nicht klein bei. Elbe Weißenfeld, ich danke Ihnen für die Informationen und ich wünsche Ihnen ein super Fest mit natürlich möglichst vielen Gästen. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir wieder aktuelle Polizeimeldungen aus der Region für Sie zusammengestellt. In Spremberg sucht die Polizei derzeit nach Einbrechern. Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei in Spremberg über einen Einbruch in eine gewerbliche Einrichtung in der Amelinengasse informiert. Unbekannte waren gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und hatten mehrere Gegenstände, Werkzeuge und Arbeitsmittel gestohlen. Die konkrete Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. In Döbern in der Muskauer Straße kam ein 21 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr mit einem VW von der Straße ab und kollidierte mit einem parkenden Opel. An beiden Autos musste mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 17.000 Euro ein wirtschaftlicher Totalschaden bilanziert werden. Die Unfallursache war schnell klar, denn der Mann war mit 1,47 Promille alkoholisiert. Umgehend wurde eine beweissichernde Blutprobe realisiert und der Führerschein sichergestellt. Wegen dieser Verkehrsstraftat ermittelt nun die Kriminalpolizei.
Dienstag früh wurde ein Mann im Senftenberger Schlosspark Center von einem zunächst Unbekannten mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und mit dem Fuß getreten. Er erlitt dadurch eine Platzwunde. Ein Zeuge konnte den Vorfall mit seinem Handy filmen und stellte das Video der Polizei zur Verfügung. Diese hat den Täter dann im Umfeld des Einkaufszentrums festgenommen. Auch hier war er aggressiv und wehrte sich. Aufgrund des physischen Ausnahmezustandes des Mannes wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Bereits Mitte Februar fand ein Mann nach dem Einkaufen auf dem Parkplatz des Heidecenters in Schwarzheide einen Zettel mit einer Handynummer am Scheibenwischer seines Autos. In dem Glauben, es habe einen Unfall gegeben, wählte er diese Nummer. Als jedoch eine Bandansage Erotikdienste anbot, legte er auf. Ein paar Tage später rief eine unbekannte Person zurück und fragte nach der Adresse. Nunmehr erhielt der Gutgläubige eine Rechnung über 90 Euro für die Nutzung dieser fraglichen betrügerischen Erotikdienste. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, geben Sie niemals persönliche Daten an unbekannte Dritte, egal ob persönlich per Telefon oder per Mail, weiter. Am Dienstagmorgen hat ein Renault-Fahrer offenbar den Kreisverkehr an der Alten Berliner Straße in Neuwiese-Bergen übersehen. Der 86-Jährige befuhr die S234 in Richtung Hoyerswerda. Am Abzweig zur Bergener Straße befindet sich ein Kreisverkehr. Der Fahrer des Megane folgte aufgrund bislang ungeklärter Ursache nicht der Fahrbahn, sondern fuhr geradeaus auf die Insel. Verletzt wurde niemand. Ein Abschleppunternehmen barg den Pkw. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro. Gleich folgen die Wetteraussichten der kommenden Tage. Zuvor sehen Sie aber noch das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am 17. März 1952 wurde das Wasserwerk in Zeisig offiziell eröffnet. Die städtische Wasserwirtschaft ist aber bereits erstmals 1892 erwähnt. Damals wurde in Kleinneider das Wasser gesammelt und über zwei Hauptstränge in die Stadt transportiert. Einer davon, die Schlossleitung genannt, lieferte aus drei Brunnen das Wasser, unter anderem bis zum Markt, wo ein Röhrentrog stand, der 1908 abgerissen wurde. 1913 wurde mit dem Bau eines neuen Wasserwerkes in Neider begonnen, das am 12. April 1915 in Betrieb ging. Nach gehäuften Typhusfällen Ende der 40er Jahre suchte man einen Ersatz für das bisherige Werk. Also begann der damals zuständige Wasserversorgungsverband Lausitz 1950 mit den Erkundungen. Mitte Juli 1951 gab es den ersten Spatenstich für den Neubau in Zeisig. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Mit leichten Auflockerungen zeigte sich das Wetter heute etwas ruhiger. Nur ab und zu gab es vereinzelt Regen oder Schneeschauer. Die Tageshöchstwerte lagen bei maximal 4 Grad. Auch in der Nacht bleibt es nass, immer wieder soll es Schneeschauer geben. Die Werte sinken dann auf um die minus 2 Grad ab. Der Blick auf die Wetterkarte für morgen zeigt ein ähnliches Bild. Im Flachland liegen die Werte zwischen 4 Grad am Tag und 0 Grad in der Nacht. Bei geschlossener Wolkendecke sind weiterhin leichte Schneeschauer möglich. Ein mäßiger Wind aus nördlicher Richtung bringt auch in den höheren Lagen noch einmal kühlere Temperaturen. Die Höchstwerte hier liegen bei um die 2 Grad. Das Ganze mit teils kräftigen Schneefällen. In der Nacht sinken die Werte dann knapp unter den Gefrierpunkt. Ab Samstag soll es dann vorerst etwas ruhiger werden. Die Wolkendecke bleibt meist geschlossen, ab und zu ist aber die Sonne zu sehen. Schnee und Regen sind laut den Meteorologen nicht zu erwarten. Die Temperaturen liegen zwischen minus 7 und plus 6 Grad. Am Sonntag kann es mancherorts dann wieder Regen und Schneeregen geben. Die Werte erreichen um 6 Grad am Tag und minus 6 Grad in der Nacht. Das war unsere Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Alle Nachrichten gibt es wie immer zum Nachlesen auf der Homepage lausitzwelle.de. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sind dann ab morgen 18 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.